Trennung, Umstrukturierung ins Unbekannte. Dies alles dürfen wir im kommenden Neumond in Stier erleben. Im vergangenen Vollmond durfte vieles geschehen. Es durfte vieles in Heilung gehen, manches Mal durch Chaos und Krisen. Es werden momentan in uns alle Themen aufgebrochen gegenüber Beziehungen, all das Unterdrückte, alle verdrängten Themen im Innen und im Außen. Wie stark die Energien wirken, dürfen wir immer wieder erleben. Es wird alles aufgebrochen. So dürfen wir nun weiter im Neumond in Stier all die Themen der Freiheit, welche Energien schlummern tief in mir, was möchte von Sonne, unsere Willenskraft und dem Mond unser Gefühl, was möchte in mir entstehen? Wie kann ich meine inneren Sonnen, Feuerkraft, mit meiner inneren Mond, Wasserkraft in Einklang bringen? Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina. Du findest mich unter Smarana Yoga und Heilung. Ich begleite dich gerne in Verbindung mit deiner Seele in Coachings, Heilsitzungen und spirituellen Weiterbildungen auf deinem Weg in die neue Zeit. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Die Energie von Pluto befreit uns von allem, was nicht zu uns gehört. Pluto dient uns, unsere inneren Freude zu entfachen. Alles, was uns eng macht, wird aufgelöst. Wie will ich mein Neues beginnen und das Alte loslassen? Was möchte ich loslassen, beziehungsweise was muss ich loslassen? Unsere Seele macht uns Druck. Sie will den Wandel. Die kosmische Befreiungsenergie wird zu uns gebracht, sanft oder chaotisch. Es wird aufgelöst. Saturn gibt uns unsere innere Stärke dazu. Er dient unserer Stabilität. Er dient uns unserer Planung zu Neuem. Wir werden geführt. Unsere Intuition wird weiter ins Leben gebracht. Die Energie von Jupiter kann uns in uns innere Harmonie, Glück und inneres Wachstum fördern. Wir dürfen genau darauf achten, dass auch die Planetenenergien eine dunkle Schattenseite enthalten. Wir dürfen lernen, was dient aus den jeweiligen Energiefeldern der Wahrheit. Es heißt jetzt, all das auszuprobieren, was wir früher als unmöglich gehalten haben. Wir dürfen erkennen, dass alle alten Strukturen, welche wir für möglich hielten, uns kein Wachstum brachten. Diese uns in eine Stagnation führten, uns im Kreise gehen ließen und wir dieses nicht erkennen konnten. Jetzt heißt es, auch einmal etwas zu wagen, nicht an alten Sicherheiten und Strukturen sich festklammern. Erkenne in deinem Spiegel, wenn dich dein Gegenüber triggert. Was will er mir sagen?
Was möchte sich mir in der Spiegelung zeigen? Ja, im selben Moment des Erkennens auflösen. Alles, was jetzt geschieht, führt uns in unser wahres Selbst hinein. Bei allem, was sich noch chaotisch zeigt, hier gilt es, Ruhe zu bewahren und genau hinzuschauen. In unseren Manifestationen und Träumen durfte vieles sich einbetten. Wir dürfen jetzt genau hinsehen, was braucht es in mir, um in die Freiheit zu gehen. Zum Beispiel schaue dir ein Thema von dir an, wenn du manifestierst, dass du gesund bist, schaue, was es braucht, um ein gesundes Körper-, Geist-, Seelensystem zu erhalten. Oder dass du eine gesunde, in Liebe getragene Partnerschaft träumst und dies noch nicht entstehen konnte? Frage dich, was muss ich jetzt dafür tun? Wo bin ich in der Selbstliebe gefangen? Was blockiert mich? Mich selbst zu lieben. Frage dich, was es jetzt braucht, deine Selbstliebe zu erlösen. Jeder Schmerz, jede Trauer kann sich mit dir selbst aussöhnen. Wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht alleine kannst, melde dich gerne bei mir. Ich unterstütze dich mit meiner Fähigkeit, Themen, welche dich gefangen halten, in einer Heilsitzung zu erkennen und zu erlösen. Wir werden deinen Fokus darauf setzen, dass du dich auf eine neue, erlöste Zukunft konzentrieren und umsetzen kannst. Ich stelle dir den Link unter dem Video ein. Alle Planeten, welche jetzt im Mond stehen, können dich unterstützen, Verborgenes, Unterdrücktes aus dir hervorzuholen. Ein Prozess, welcher noch etwas anhält. Alles, was jetzt geschieht, führt dich in dein wahres Selbst hinein. Alles, was sich dir noch chaotisch zeigt, hier gilt es, Ruhe zu bewahren, genau hinzuschauen. Wenn du hier Hilfe und Klarheit brauchst, melde dich gerne bei mir. In einer Heilsitzung zeigt sich vieles, was ich auflösen darf. Übrigens hat Jesus mich gebeten, in diesem Jahr wöchentlich Livestreams anzubieten, in welchen wir mit den lichten Energien arbeiten und so vieles gemeinsam für uns und Mutter Erde tun dürfen, damit endlich das Ziel der Erlösung, welches Jesus auf der Erde manifestiert hat, zu erhalten. Darum sind wir hierher gekommen, um sein Werk in Liebe und Freiheit umzusetzen. Dies üben wir in den einzelnen Sitzungen. Wir lösen alte Muster. Wir gehen den Weg mit Jesus in den 7 Schritten. Wir machen Ahnenheilsitzungen und erlösen unsere inneren Kinder, um in der 5. Dimension mehr und mehr zu sein. Die Links findest du ebenso unter dem Video. Ihr Lieben, so vieles durften wir auf unseren Mondreisen bereits in Heilung bringen. So mögen wir uns nun auf der weiteren Reise mit unseren Boten und Helfern in den heiligen Feldern der Nähe Gottes nochmals genau ansehen,
Was gehört zu mir? Welche Ziele habe ich mir im Leben gesetzt? Und wie kann ich diese zu meinem Wohle umsetzen? So mögen wir uns nun auf der weiteren Reise mit unseren Boten und Helfern in den heiligen Feldern der Nähe Gottes nochmals genau ansehen, was gehört zu mir, welche Ziele habe ich in meinem Leben gesetzt und wie kann ich diese zu meinem Wohle umsetzen. Wir werden heute mit unseren Sternengeschwistern zu den Plejaden reisen. Bleibe bis zum Ende dabei, es werden in dir neue Lichtcodes verankert. So lasse dich nun fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinaus strahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Frieden in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Nimm deinen Atem wahr, wie er dich beim Einatmen tief in deinen Herzensraum hineinführt und beim Ausatmen die Sonne weiter um dich herum sich ausdehnt. Ganz weit um dich herum. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zu Mutter Erde wahr. Lasse deine goldenen Lichtwurzeln ganz tief im Schoß der Mutter ankommen. Und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt und ein weiterer Lichtstrom nun über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt, zum Ursprung allen Seins. Bade im Schoß deiner göttlichen Eltern. Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energieausdehnung wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom deine Chakren reinigt und klärt. Lasse dich ganz hineinsinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst
die Energien dort wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr, die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten. Deine Boten und Helfer, deine Seelenengel, dich begrüßen. Sie laden dich ein, mit ihnen zu der Reise in die heilenden Felder von Smarana. Ich, Solea, rufe für dich die Sternenwesen der Plejaden. Sie werden dich auf deiner heutigen Reise begleiten. Vieles von dir nehmen, was dich hindert, in die neuen Energien einzutreten. So fühlst du, wie sie dir bereits sehr nahe sind. Fühle, wie die lichten Wesen deine Felder reinigen. Wir werden deine dunklen Energien abtragen. Alles, was dich in der 3D gefangen hält. So viele Schulungen haben wir bereits zu dir gebracht. Vieles wurde in großen Prozessen bereits von dir abgetragen. Wir wissen, wie es euch schwerfällt, aus den alten, lange, ganz lange gelebten Mustern, wenn diese in euch geheilt werden, all eure Täuschungen, die dich verwirren, dich in der Macht der anderen hält. Jede Erfahrung trägt dich in die höheren lichten Energien. Erlaube dir, die neuen Energien des kosmischen Lichtes zu dir fließen zu lassen. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst, mit deiner Seelenfamilie und den Sternenwesen. Sei dir bewusst, dass eure Reise auf der Erde eurem Wachstum diente, der Erfahrung des Weiblichen im männlichen Aspekt und das Männliche im weiblichen Aspekt zu erkennen, um dich in deine Einheit zurückzuführen. All das diente eurem Wachstum, um dich höher und höher zu tragen. Erkenne, dass du Teil des großen Bewusstseins bist und deine Seele möchte ihre Macht annehmen, alles zu verändern. Wisse, wir unterstützen dich so sehr. Fühle nun, wie unsere kosmischen Codes zu dir fließen, dich ausgleichen und dir das höhere Bewusstsein in dir einbetten. Verweile in den Energien, sie werden nun angehoben. Sie arbeiten für dich ohne Worte,
Fühle die Energie, nimm die Farben wahr, nimm wahr, wie sie dich heilen. Während sie dir deine Botschaft bringen. Sie sagen dir, höre, höre mit deinem Herzen unsere Botschaft für dich. So lausche einige Momente den Worten und Bildern, die du zu dir getragen werden. Vielleicht siehst du Zahlen, Symbole, Farben, hörst Klänge, alles ist möglich. Du bist verbunden. Du fühlst nun die Dreieinheit in dir. Dein Atem führt dich noch tiefer hinein, ganz tief in deinen Herzensraum. Fühle den lichten, weiten Raum, die Leichtigkeit, die Farben, das Licht, die Schönheit. Nimm nun wahr, wie die Sternenwesen dich noch höher tragen, in die höheren Energien dich einladen, mit ihnen für die Erde zu wirken und so eine wunderbare Erde erschaffen wird. Durch das Zusammenwirken der lichten Kräfte. So erkennst du die Erde unter dir. Du erkennst ihre Form, Struktur, ihre Farben. Lege nun deinen Fokus darauf, eine heile Erde zu kreieren. Lasse aus deinem Herzen alle Liebe, Dankbarkeit und Frieden hinausfließen zu Mutter Erde. All die kosmischen Codes, die neue Erde erschaffen. Eine neue Welt voller Dankbarkeit, Gesundheit, Frieden, Reichtum und Fülle, Gerechtigkeit, all diese Energien, die neue Welt erschaffen. Du fühlst dich wohl. All die Engel und lichten Wesen um dich herum, dies alles mit dir tun.
So fühlst du den Austausch der Energien, die universellen Energien, die Codes, durch dich zu Mutter Erde und Mutter Erde sende durch dich die Liebe ins Universum hinein. Fühle den Austausch der Energien. Fühle die universelle Kraft, die durch dich hindurch fließt. So wird es nun Zeit, wieder zurückzukehren. Die Energie löst sich auf. Solea führt uns zurück in unseren Herzensraum. Atme tief und vollständig ein und aus. Sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Bedanke dich bei deinen Seelenengeln, bei den Sternenwesen der Plejaden und bei deiner Seele. Wisse, dass du immer Zugang zu uns Plejaden hast, wenn du deinen Fokus darauf legst, dass du uns besuchen möchtest. Wir schulen dich gerne und führen dich gerne nach Hause in die Einheit zurück. Komme nun wieder ganz in deinen Herzensraum zurück. Fühle den Energien, die zu dir gebracht wurden, noch einige Momente nach. Fühle, wie sie eingebettet werden. Dein Energiefeld sich verändert in eine höhere, lichte Ebene. Fühle, wie deine Zirbeldrüse aktiviert wurde. Deine Hypophyse zu vibrieren beginnt. So haben wir für dich deine Lichtbrücke aktiviert, gereinigt und ins Schwingen gebracht. Dadurch werden die alten Muster, wenn du es zulässt, vollkommen zerstört. Geliebtes Menschenkind, du hast dich auf diese Reise erinnert, dass du einst hierher kamst, um die Liebe auf dem Planeten in der Energie des neuen Bewusstseins fest auf dem Planeten zu verankern. Komme zu uns am Abend, wenn du dich schlafen legst. Beschreiben uns die Sternenwesen der Plejaden. Wir richten deine Energien neu aus und passen sie deiner Urenergie an. Dies tun wir in der Nacht, wenn du schläfst. Wir tun dies gerne. Wenn du uns rufst, sind wir im selben Augenblick bei dir. Ihr Lieben,
Sehr schön waren sie, die Energien. Nutze diese Reise immer wieder, um dich in eine höhere Bewusstseinsebene aufzuschwingen. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere gerne meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Übrigens, wenn du mit den Energien der Engel arbeiten möchtest, lies die Beschreibung im Engelmedium. Unter dem Video findest du all die Links zu den Webinaren und den Mondreisen. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, melde dich gerne, wenn du meine Hilfe möchtest. Smarana